Ich habe ihr nicht mehr wirklich zugehört, aber scheinbar haben wir jetzt definitiv ein paar Pluspunkte bei ihr gesammelt. Und wo ich gerade eben in der Küche war, komme ich da wieder rein in die Küche, wenn The ich room den feels cosmic. Nein, du sollst den Aufzug benutzen. Ich möchte zurück in die Küche. Ja, braver Larry. Passt da wieder rein, wie ein Würfel. So, wir haben hier nämlich ein Waschbecken und einen Kühlschrank. Und ich habe einen Waschlappen. Und ich kann diesen Waschlappen nass machen. Auch wenn sich mir der Grund noch nicht erschließt, aber es funktioniert. There, it's soaking wet. Genau. Und jetzt können wir den Waschlappen nehmen. Moment. Und in den Kühlschrank packen. Dann wird er kalt. So. Da es dafür überall Punkte gibt. Und wieder zu. So. Und warum ich das jetzt mache, weiß ich auch nicht, aber irgendwie kam mir das so spontan wieder ins Gedächtnis, weil ich das früher wohl auch irgendwie mal... Ich hab's früher bei dem Spiel schon mal gemacht. Ich weiß nur nicht mehr, aus welchem Grund. So, nee, andere Richtung. Wir haben ja jetzt den aufgeblasenen Biber. Das heißt, wir können an den Pool. Wir haben also einen... Obwohl, wir brauchen noch eine Badehose. Na, versuchen wir es einfach erstmal so. Benutze Biber mit Wasser. So, Larry läuft einmal rum. You're still wearing your leisure suit, but what the hell, right? Genau. The sodden leisure suit starts to pull you under the surface. Horrors! As you go down for the third time, your vision fills with the image of 1,000 leisure suit manufacturers burning in hell. This is not my idea of going down. You're getting too old to swim in your leisure suit. Since you neglected to bring proper swimwear with you, perhaps you'll just have to create your own. Pack die Badehose ein, Alter. Und, ja, er hat uns schon gerade den richtigen Tipp gegeben. Wir sollen uns eine Badehose selber bauen. Und, wir haben eigentlich nur ein Handtuch. Nee. Nö. Nein. Nö. Nein. Wir haben Zahnseide, aber wir können sie mit nichts benutzen. Ich dachte, jetzt können wir mit der Zahnseide und dem Handtuch was bauen. Wobei, ich überlege gerade, ich könnte mir den Lappen wieder schnappen. Der ist jetzt zwar arschkalt, aber... Ja, natürlich speichern wir. So, da wollte ich rein. Und da wieder rein. So, Gefrierschrank öffnen. Oder Kühlschrank öffnen. Ist wahrscheinlich eher Kühlung als Gefrierung. Den Lappen rausnehmen. Your washcloth is now nice and cold. How refreshing. Juhu. Können wir denn jetzt den Lappen und die Zahnseide zu einer Badehose kombinieren? Hm? Nein, können wir nicht. Können wir die Zahnseide benutzen? You pull a length of dental floss from the container and prepare to work on those choppers. Aha. Ja, das hat irgendwie noch nicht wirklich ganz geklappt. Naja. Ja. Ach, genau. Ich vergesse immer die Hälfte. Ich wollte ja nochmal runter in die Bar und gucken, wenn Burgundy? Wenn die Dame nicht mehr da ist, ob ich dann vielleicht hinter die Bühne komme. Huch, was war das denn da gerade?
frage mich, ob man tatsächlich hier überhaupt hinter die Bühne kommt. Also wenn ich jetzt hier hin möchte. Ah, jetzt. You decide to hop up on stage and let your star quality shine through. Bisher war ich ja auch so klug. Ich muss auch erstmal auf die Bühne, um dahinter zu kommen. Ah, wie erwartet hängt da ein Kleid. Unfortunately, the dress feels rather empty at this time. Ich verwechsel immer nehmen und... Looks like Burgundy won't be needing this again, since she now has access to an unlimited supply of Marine Corps fatigues. Ja, jetzt wo sie... Also, was da immer im Pool abgeht. Jetzt wo sie nicht mehr auf Männer steht. Und mit einer... Ja, wir haben ein Kleid. Und was das bedeutet, ist klar. Wir können mit dem Kleid jetzt die nächste Frau von uns überzeugen. Und hoffentlich wird das erfolgreicher. Denn den Kondom, den sie verlangt hat, oder das Kondom? Heißt es den oder das? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall den Verhüterli, dit Teil, dit Mützchen, wie auch immer man das nennt, haben wir nämlich auch. Denn wollte sie haben, aber als wir ihr das direkt geben wollten, hat sie gleich uns angemacht, so von wegen, ja, hier, wir wollen uns wenigstens ein bisschen besser kennenlernen und so, wie Frauen halt immer so sind. Erstmal ein bisschen quatschen und dann kam raus, sie will ein Kleid haben. Ohne Kleid geht sie auf keine Dates. Und geben wir ihr doch einfach mal das Kleid. Oh, Chablis, I hope you love this gown. I really think it's you. Oh, Larry. Oh, it's perfect. Oh, wusste ich doch. Devil. Whatever can I do to repay you? Ach. Why don't you meet me tonight? Down at the beach. And we'll take a midnight swim together. Just the two of us, alone in the moonlight. All what right. Do you say? I say, I'll be there. Ja. Until tonight, Chablis. Innerlich sagt Larry, ja, 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 ja. Aber er lässt es sich nicht anmerken. So, ja. Schön. Hat sich das... Nein, es läuft noch. Chablis looks beautiful here on the beach in the moonlight with those waves softly licking the shore. Hello, baby. Let's get it on. Quatschen wir doch mal spaßeshalber mit ihr. Hi, Larry. I've been waiting for you. I brought a little something for us. Champagne. Chilled. With two glasses. Oh yeah. Hi, Larry. Ach, sie sagt jetzt immer nur dasselbe. Sie wartet darauf, dass wir ihr das Verhüterli in die Hand drücken. Na dann, Mädel, du weißt, dass das sehr explizit wird, was jetzt kommen wird, wenn ich dir sowas in die Hand drücke. Also... Zumindest gibt es kaum eine Frau, die, wenn ich ihr ein Kondom in die Hand drücke, sagt, ach, Wasserballons, Wasserbomben, haha. Not yet, Larry. Once Mist. Again, you're premature. Chablis here, in the moonlight, beside a warm... Oh, Larry, I like that. Bin mal wieder der typische Videospiel. Oh, oh, Idiot. Yes. Oh, Larry, that's so nice. Der gleich der Frau quasi mit der Tür ins mit der Tür ins Haus fällt, also Oh, oh, yes. Oh, Larry, that's so nice. Hat sie das nicht schon mal gesagt? Oh. Ja. Oh. Vielleicht sollte sie einfach nehmen. She's ready to give you even more than you can take, Larry. Der Satz klingt nicht so, als würde ich das, was jetzt kommt, wollen. Not yet, Larry. Was will sie denn noch? Also wirklich. Ich meine,
Have I ever told you I find your eyes exciting? No, but please do. I find your eyes exciting. Ach, sie will noch ein bisschen quatschen. You do. Chablis, would it be premature to request a little kiss? Take me, big boy. Jo, ist das jetzt schon das Vorspiel? Chablis. Take me, big boy. Noch einer. War das jetzt schon heftiger als der eben? Aber jetzt doch wohl hier, Reißverschluss, Larry ausziehen. At this moment, there is only one thing here you are interested. Können wir sie ausziehen? Oh, Larry, perhaps soon. Müssen wir noch ein bisschen an ihr rumfummeln? Oh, Larry, I know what you're thinking. Oh, Larry. Jo, Mädel, wie wär's mal? She's ready to give you even more. Ja, können wir denn? Das hatten wir eben schon, aber. Not yet, Larry. Nee. Come here, you beautiful thing. Okay, das wird jetzt schon intensiver. Ich bin hier natürlich. Oh, man, Chablis. I've kissed quite a few women in my time, but I've never experienced anything quite like that. Larry, perhaps you finally found someone who really knows what a man wants. Ja. Was ein Mann will, wissen auch andere Männer. Come here, you be- Ja, das hatten wir schon. So, okay. Also ich habe jetzt geredet und gefummelt. Gibt's hier keine Anleitung, was ich in welcher Reihenfolge machen muss? Oh man, Larry. So, noch ein bisschen rumfummeln. Oh. Ist sie denn jetzt endlich mal bereit? Ja! I was hoping you brought one of those. Here, let me have it. Moment mal. Wieso braucht sie denn ein Kondom? I'm ready when you are. Oder sollte ich sagen, er? Ja! Na, sei mal froh, Larry, dass du nicht noch mehr in den Mund genommen hast. No wonder Chablis knows what a man likes. Am nächsten Morgen. Und wir erfahren nicht, was passiert ist. Yo. Larry, sei froh, dass du sie nur geküsst hast. Genau, jetzt ist eine gute Gelegenheit zu speichern. Ja. Wir haben von dem Abend nichts behalten, nehme ich mal an. Es sei denn, wir kommen nochmal zum Strand. Ja, wir gehen einfach nochmal zum Strand. Ich laufe jetzt wahrscheinlich. Nee, ich laufe in die richtige Richtung, oder? Wenn ich zum Pool gehe und dann von dort aus an den. Zum Pool gehe und von dort aus an den Strand. Ich weiß immer nie, in welche Richtung ich bei der Kamera zeigen muss. Was macht denn die da? Aha. Warum hat die denn mit dem gequatscht?